Servus und herzlich willkommen hier bei Amazon 90 featuring Sarah Nier, die Chaos-Dame, auch bekannt als die Frau aus der Hölle, die ihre Stadt verwüstet und ihre Bäuer abfackeln lässt. Hi! Hallöchen! So, letzte Folge ging schon chaotisch her. Wir haben ein bisschen überzogen schon wieder von der Zeit, tut mir sehr leid. Wir sind hier dran, Fleischdingsbumse zu etablieren. Aber wir kümmern uns jetzt erst noch mal um meine Frau. Mir ist nicht mehr zu helfen. Echt? Ja. Ich weiß. Ja. Was wollten wir denn jetzt als nächstes machen? Meine Frau hat die App entdeckt. Ich habe die App entdeckt. Ich bin jetzt total ausgerüstet. Ja. Hoffen wir. Also du hast jetzt das darüber gemacht. Das ist schon mal sehr gut. Dann hast du vielleicht auch noch alles gut. Pascha. Was wollten wir jetzt als nächstes? Dein Stahl läuft noch, ne? Mein Stahl läuft. Da fehlt noch eine Stahlfabrik. Und du hast bis jetzt nur einen Hochofen, aber noch kein Stahldingsbumswerk. Aber du hast immer noch zu wenig Bauern. Du hast immer eine gute Bilanz. Du solltest jetzt mal noch Bauern holen. Ja, aber wo ist halt die Frage? Wo? Vielleicht wo errichtest du jetzt noch eine Siedlung, sodass es sich lohnt? Du hast halt zu viel die Industrie mit deinem Dorf vermischt. Zum Beispiel hier, das ist meine Siedlung. Ja. Kompakt. Ja. Wir müssen jetzt bei dir auf jeden Fall hier noch irgendwie ein Dorf etablieren. Die Frage ist, wo und wie. Am besten hier. Am besten hier dran. Ich würde zum Beispiel den Dingsbums hier, die Schnapsbrennerei, würde ich hier rübersetzen. Ja. Okidoki. Super. Und jetzt hast du ja hier schon ein Wirtshaus, sehr gut. Jetzt würde ich hier noch so einen Marktplatz hinbauen. Die haben ja sowieso hier oben wahrscheinlich keinen Marktplatz, oder? Ich glaube, ich habe irgendwo einen hingestellt. Klick mal da oben das letzte Haus an der Reihe sozusagen an. Vor dem Bier-Wirtshaus, da ganz oben rechts, ja genau, da links. Ein Haus einfach daneben, ja, klick mal an. Nein, die haben so gut wie gar keinen. Also, neben das Bier hier, ja, hier neben das Bier, setzt jetzt einen Marktplatz. Ich dachte, das ist das Wirtshaus. Meine ich doch. Und jetzt ziehst du die Straße hoch, nun? Erstens sollten die jetzt sowieso glücklicher werden. Du solltest jetzt schon mal um einiges mehr Bauern haben. Ja, hast du direkt bekommen. Nein, ich würde gar nicht so, sondern mach euch deine Längsformation hier weiter. Wie du das gemacht hast, und da setzt jetzt noch ein paar Häuser dann halt hin. Nicht viele, mach mal so Maximum 8. Und dann wartest du erstmal noch mal kurz ein bisschen. Ja, genau. Da setzt du jetzt schön 6 Häuser hin. Dann hast du 12, passt. Oh. Naja. Ja, bauen kann ich, ne? Okay, da sehen wir schon. Da musst du den Weg anpassen, ne? Ja, klar. Ist doch nicht schlimm. Ich schiel manchmal ein bisschen. Aha. Oh, das weißt du ja. So. Gut, dann da den Weg noch anpassen und dann würde ich auch schon so eine Querstraße machen, ne? Passt mit deinem Dingsbums hier. Mal was? Also erstmal hier die Straße hoch machen. Ja, habe ich schon. Nee. Achso, ja genau, so meint. Perfekt, schon passt. Passt, die sind jetzt erstmal alle ganz gut. Wo ist dein nächstes? Da ist ein Wirtshaus. Wo ist denn dein nächstes Dorfzentrum? Hier unten ist eins. Da ist eins. Geh mal bitte auf das Haus hier. Auf das Haus bitte klicken. Ja, genau das. Der hat nicht genügend Marktplatz. Das heißt, ich würde hier rein würde ich noch, wenn es geht, einen Marktplatz bauen. Kriegst du da nicht hin, ne? Wenn ich das hier nee, bau mal. Warte mal, dann brech nochmal ab. Nimm die Feuer, nimm dein, genau das. Und dann dreh die Feuerwehr. Ja, da mal draufklicken. Und jetzt drehen. Und dann ganz unten ans Lagerhaus ran. Und dann sollte daneben jetzt ein Dingsbums passen. Mal drehen. Na, passt nicht wegen dem Weg. Also, Ärger, passt. Das Feld, was hier zwischen jetzt frei ist, würde ich halt einfach auch mit Straße dann auffüllen. Keine Ahnung, scheiß drauf. Mach erstmal Straße einfach dahin. Hauptsache, die Verbindung ist gut. Die Verbindung ist da. Ja, passt. Können wir so lassen. Okay, das heißt, du hast jetzt schon mal um einiges mehr Bauern bekommen, obwohl du noch nicht mal viel getan hast. Das ist gut. Rechner aufmachen, mit den neuen Bauernzahlen abgleichen. Wo und wir kümmern uns jetzt. Wir kümmern uns jetzt um uns, ja. Unser zweites Schiff hier ist fertig. Zur Stelle. Schlaue Nixe.
Die schlaue Nixe, da machen wir eine Route. Route einrichten, Handelsroute von Under City nach Eisenschmiede. Und in Eisenschmiede wird dann bitte Paprika geholt. Doppelt. Hier abgeladen. Die schlaue Nixe annehmen. Passt. Schiff fährt los. Fertig. So. Übrigens, neue Kameraposition meiner Frau. Ja, Besser, oder? Wir müssen noch ein bisschen testen. Ne? Also die letzte ging gar nicht. Hat ja gar nichts. Wir haben ja immer noch, wir haben ja die Umfrage auf dem Kanal gehabt und ich weiß nicht, wann die Folge jetzt hier rauskommen wird, aber die Umfrage hat man gehabt, ob meine Frau ein eigenes Let's Play kriegt. Sie weiß nicht, was sie spielen soll. Horror-Games, dies, das, jenes, ein WoW-Let's Play. Was haltet ihr denn von frisches Anno-Let's Play von meiner Frau? Na. Völlig ausgeschlossen. Gott. Wenn die Paprika hier unten ankommen, starten wir das. Wobei, das können wir hier sogar schon starten. Jo. Ich muss mal aufrechnen, hast du gesagt. Ne? Was? Aufrechnen. Ja, klar, immer hoch. Immer 50, 100 drauf ruhig rechnen. Ruhig 100 drauf rechnen und dann auch eine glatte Zahl. Zeitung ist wieder da. Paradies auf Erden. Sowas liest man doch gerne von seinem Under City, oder? Under City ist ein Paradies auf Erden. Da dürfte eine Schlagzeile auf Twitter werden. Ah, veröffentlichen. So, dann können wir schon mal ein bisschen Rind produzieren. Ist nicht schlecht. Können wir so machen. Das Lagerhaus machen wir auch schon hoch. Passt. Wir brauchen noch ein bisschen Arbeit. Ich muss gleich auch mal den Rechner aufmachen und hier durchrechnen, was tatsächlich bei mir ist. Das machen wir jetzt mal. Wir gehen jetzt mal hier zusammen durch. Machen den Rechner auf. So. Gehen auf Verbrauchsrechner. Was haben wir denn? Wir haben, gehen wir mal von 1550. Machen wir mal 2100. Und machen wir mal 400. Alles klar. Wir brauchen 5 Fischereien. Sind wir noch am Stand? 1, 2, 3, 4, 5. Haben wir. Wir brauchen 6 mal Webstuben. Haben wir das? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, wir müssen mit Weben nochmal einen aufdonnern. Stimmt das? Könnte stimmen tatsächlich. Machen wir dann gleich. Wir brauchen 7 Schnapsbrennereien. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir müssten noch eine 7. etablieren. Dann machen wir das doch erstmal. Wo bauen wir die jetzt noch hin, Mann? So langsam wird es hier nämlich bei mir eng und ich müsste den nächsten Flügel Wolle aufmachen, glaube ich tatsächlich. Wir wollen nicht mehr im Blaupausenmodus. Ja. Zack. Okay. Nein, das. So geht das hier nicht. Halt, stopp. Hier baue ich. So. Da kommt dann noch einer hin. Und dann müssen wir hier wahrscheinlich noch ein Lagerhaus etablieren, weil. Weiß ich, ob es packt. Ja, wir schauen, dass wir, ob das packt. So, Alkohol haben wir gesagt. Ein mehr. Alk ist gut. Maximum Platz benutzen. So, und dann noch eine Brennerei hier hin. Umdrehen, müssen gleich auch sehen. Haben wir das schon mal erledigt. Gut, alles klar. Gehen wir als nächstes. Wurst 3. Dreimal Wurst haben wir nicht. Ne? Wir haben 2 Metzger. Was ist das hier? Eine Schweinezucht. Alles klar. Dann kommt die nächste Schweinezucht. In der wir direkt mal ein paar Module setzen. Wie hatte ich das Ganze denn nochmal gesetzt? ETF. So hoch, ne? Genau. 1, 2, 3 und 2. Gut, dann brauchen wir einen Metzger. Wunderbar. Bin die ausgegangen? Wollen wir nicht. So, wir brauchen 3-mal Brot. Wir haben 4 Bäckereien am Laufen. Das sollte jetzt stark nach oben gehen. Geht stark nach oben. Wunderbar. Was sieht unsere Seife eigentlich? Okay, Seife. Seife sind wir mal nur 0,6. Alles klar, Überproduktion ist nice. Wir werden uns jetzt auch gleich mal einen kleinen finanziellen Schub gönnen. Und zwar... Seife.
Hier hindonnern. Verkaufen. So, dann haben wir als nächstes Bier. Bier brauchen wir schon 3. Wir haben aber tatsächlich 4 am Laufen, ne? 4 Brauereien, passt. Das sollte jetzt hier auch langsam klappen mit dem Hopfen, oder? 0. Immer noch 0 Hopfen. Wo ist das Schiff mit dem Hopfen? Wir helfen, wo wir können. Paprika. Schiff mit Hopfen. Man muss immer 27 Hopfen bringt der jetzt, okay. Wir werden noch einen Hopfen hier bauen müssen. Kommen wir nicht drum rum. Weiß nicht, warum ich da mit meiner Rechnung so megamäßig falsch liege. Das wollte ich hier zum Beispiel gar nicht so bauen, wie ich es da jetzt gebaut habe. Aber egal, ist nicht schlimm. Keine Panik auf der Titanic, wir gehen noch nicht runter. So. Hier ist jeder Tag ein Markt. So. 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 Passt. Haben wir nochmal einen Hopfen mehr etabliert. Hoffentlich füllen sich da jetzt bald mal die Lager. Dann kommen wir zu Konserven. Ja gut, Konserven brauchen wir nicht. Alles klar, gut, passt. Wunderbar. Das ist doch schön. Das wollte ich wissen. Das heißt, wir können jetzt hier auch noch ein bisschen. Ich habe mir ein bisschen Spielraum schon eingebaut. Und den können wir jetzt auch benutzen, diesen Spielraum. Und zwar so. Und so. Und so. Und so. Wir brauchen noch ein paar mehr. Mal, wir müssen gleich ein bisschen hochstufen hier. Und zwar den. So, hier noch. Reicht das? Machen wir die noch hoch. Okay, wir sind jetzt auf genau 0. Passt. Das passt. Das passt, das passt, das passt. Gut, weil für Konserven brauchen wir jetzt gleich ein bisschen. Da läuft alles. Ich könnte schon mal Kanonen. Hatten wir den Pirat angemacht? In der zweiten Welt? Weil ich glaube schon. Ne? Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, ich sollte meine Kanonenproduktion schon mal starten. Der passt nicht mehr da rein. Ne? Ich baue jetzt da mal um. Was baust du um? Du machst einmal komplett. Ja, ist okay. Mach das. Und guck ruhig immer wieder hier auf meine Insel, wie hier so die Layouts sind. Hast du jetzt mal deinen Rechner hast du aktualisiert? Und passt doch alles von den Zahlen. Ja, dann ist ja wunderbar. Ich denke. Ah, die denkt, das ist doch gut. Oh. Gut. Fenster laufen, 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 laufen. Das läuft alles. Mein Schiff ist noch. Nicht wieder da. Wir haben noch mal ein paar Bauern. Gott, dann können wir noch mal aufwerten. Den hier noch. Passt. So. Dafür brauchen wir gleich auch noch übelst Arbeiter und alles, ne? Ja, sind die ersten Paprika eigentlich schon angekommen? Paprika sind da. Wir fangen die Produktion an. Okay, wir brauchen... Ein neues Zwischenziel. So, das reicht erstmal. Wir sind eine Stadt. Anna City ist eine Stadt. Herzlichen Glückwunsch. Nice. Damit haben wir dann jetzt auch rum ETC am Start, ne? That's awesome. Because wir müssen dann bald in die nächste starten. Wie wichtiger ist Clipper? Könnten wir eventuell erreichen, oder? Wie viele sind dann? 20, 30? Nein, dann bleibt er bei 20, 30. Okay, weil wir noch keine Konserven liefern. Die Konserven kommen gleich. Nähmaschinen kommen auch gleich dann. Zufriedenheit. Oder bringt einfach nur Münzen, ne? Also, warum haben wir die Varieté noch nicht drin? Wir wollen ein bisschen hübsch auch bauen, oder? Also noch. Ich bin erfüllt von Dankbarkeit. So. Zack, Bilanz schnell nach oben. That's nice. That's awesome. Das finde ich cool.
Konserven laufen gleich an, dann gehen die ersten Bürger dann schon höher wieder. Bumm, ja, alles klar. Nähmaschinen. Kümmern wir uns auch direkt drum. Wir brauchen noch Holz und 30. Dafür haben wir genug Stahl übrig. Haben wir Holz übrig? Ja, haben wir, aufgrund dessen, dass wir eh immer daran lagen. Also können wir einfach eine Nähmaschinenfabrik hier mit reinballern. Wo bauen wir, wo etablieren wir die? Nicht gleich groß, ne? Mache ich hier noch einen neuen Zweig auf? Ja, weil hierdurch will dann der Zug fahren hier oben und hier Kraftwerke hinterlassen. Ne, dann am besten Kraftwerk kommt wahrscheinlich hier dann irgendwo hin. Man muss ja schon immer an die Zukunft denken. Das ist mies, wie ich das jetzt hier habe. Ich muss hier überlegen, irgendwo werden hier Schienen durchkommen. Weil das Öl, Schienen durchkommen, hier wird der Ölhafen sein. Glaube ich, oder wird er hier hinkommen, der Ölhafen? Sinn macht hier, ne? Aber wir werden hier viele Kraftwerke hinterher brauchen, weswegen hier auch der Ölhafen Sinn macht. Ein Kraftwerk los, Zug geht hin, dahin. Ne, die müssen ja vorher in den Ölhafen rein. Ne? Also da Ölhafen und von da aus den Strom überall hin transportieren. Gut. Das heißt hier an den Fluss lang, zack, 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 Schienen. Schienen kommen hier rein. Wahrscheinlich so, um den Dreh. Dazwischen die Schienen. Und dann weiß ich nicht mehr genau, wie weit das Kraftwerk geht, ob das bis hierhin erreicht. Was ich gerne hätte, zumindest das Stahlwerk hier. Ansonsten müssen wir da ein bisschen umschlichten, ist egal. Dann kommt... Machen wir mal so, ne? Ja doch. Hier kommt das Kraftwerk irgendwo hin. Schauen wir mal, wie wir jetzt so was Passendes hier reinbolzen könnten. Gar nicht. Die weiteren können ja nach hinten dann rauskommen, ne? Weil das hier will ich noch als Weidefläche etc. benutzen, oder wir machen das hier. So, und dann kommt... So, und dann machen wir hier ein Lager aus. Egal. Das war so. Fertig. Auch, stimmt. Wir brauchen dann noch mehr. So, da sind wir im Plus, da können wir noch ein bisschen unsere Bauern auch wieder hochstufen und dann müssen wir nochmal einen Rechner anschmeißen. Oh, wir haben kein Holz mehr. Ja, lul. Den will ich jetzt noch. Da. So. Also, jetzt ist unsere Bevölkerung nämlich gerade im Rasant gewachsen. Mal gucken, ob ich das so einkalkuliert hatte schon. Da um einiges weniger, ist nicht schlimm. Da um einiges mehr passt. Und da müssen wir anpassen. Und zwar machen wir rund 800 daraus. Dann kürzen wir das auf 300. Und 2,1 machen wir 2,2 draus. 5 Fische passt immer noch. 6 Dinger passt immer noch. 6 Dinger hier passt immer noch. Okay, Alkohol müsste jetzt ein bisschen. Hier müssten wir jetzt auf 4 gehen tatsächlich. 3 reicht noch, 2, 6, okay, gut. Das heißt, wir müssen noch 4 Metzger gehen. Ist nicht schlimm, Überproduktion auch hier nicht unbedingt schlimm. So, Frau, bist du noch in einer Umstrukturierung? Ja. In der Scheune wird bis zu... Ich weiß nicht, wie richtig ich bin. So, schauen wir uns das doch mal an. Ja, hier ist ein bisschen Industrie raus verschwunden, das sieht schon mal schön aus. Industrie hat sich hier ein bisschen mehr geballt, beziehungsweise Handwerk. Dann ist noch das drin, okay. Ich habe bis jetzt nur die Schafe umgesetzt. Warum hast du eigentlich 2 Siedereien und 2 Vasenmeistereien? In der Theorie, warte mal. Wo habe ich denn 2 Siedereien? Jetzt bin ich gespannt.
Also du hast zwei Schweine, zwei Vasenmeistereien und dann brauchst du eine Siederei. Du hast eine Siederei zu viel. Und zwar hier die Siederei. Du hast zwei Stück hier. Eine kannst du abreißen. Ah, ich habe mich schon gewundert. So, unser Schiff ist hier übrigens. So, zack, zack, zack. 57.000 haben wir uns mal kurz eingeholt. Wunderbar. Das ist besser kein Schiff. Flaggschiff steht zu Diensten. Kommen wir da zurück. Mal schön 57.000 reingeholt an Asche. That's nice. So wollen wir das haben. Ne? So nicht anders. So. Sie ist hier noch am Umstrukturieren. Sieht aber schon schön aus. Haben wir hier noch? Noch eine Vasenmeisterei. Warte mal. Ein, zwei Vasen. Du hast hier auch noch eine Vasenmeisterei. Acht mal hier oben. Die kann weg. Hey. Die kann weg. Eine zu viel. Oh, ich muss mal schnell nur Schafspärchen. Ja, ich sehe schon. Übrigens, perfektes Layout für so ein Schafding ist so. Ah, siehst du das? Ja. Also einen dran und dann kannst du zwei daneben machen. Dann nimmst du wenigstens Platz halt raus. Hm, ansonsten sieht das schon ganz gut aus, was hier so passiert. Ne? Guck mal, da hat sie Schilder irgendwie gemacht, glaubst du? Anoholic! Wie passend. Ja, aber das sieht doch langsam, aber sicher. Was dann deine Bilanzen? Plus 600. Du hast mehr als genügend Einwohner für alles. Dein Stahl läuft langsam an. Geh mal unten bitte auf Arbeiter, glaub mal kurz. Du hast das, das, das. Also fehlt jetzt nur noch Bier tatsächlich. Da ja. Können wir jetzt gleich mal reingehen. Was hast du bei dir? Du hast kein Hopfen. Das heißt, wir müssen hier unten mal bei dir irgendwo eine Insel raussuchen. Hier wäre Hopfen und Paprika. Kann man hier gut anbauen? Nein, eher nicht. Hier ist auch Hopfen und Paprika. Plus, ja, das. Die Insel hier solltest du dir dann irgendwann, das ist direkt die links neben dir, hier unten, ja? Falsch. Da muss er schon drin bleiben. Nein. Du musst schon. Das sind Kontinente, da kommen wir gleich noch zu. Die Insel hier. Ist direkt hier, ist dein Hafen. Direkt gegenüber von deinem Hafen sozusagen. Ja, genau. Da gehst du dann gleich mit dem Schiff hin. In deinem Schiff brauchst du 50 Holz und 10 Stahl. Und dann ein bisschen. Ja, genau. Und dann gehst du hin, baust einfach nur mit dem Schiff hier an die Küste fahren. Und dann siehst du da schon so ein Gebäude aufploppen. Da klickst du drauf und baust einen Hafen. Und dann kannst du hier drauf dann Hopfen anbauen. Ah. Für das Bier. Das gehen wir dann gleich. So. Was machen wir hier gerade? Konserven müssen schon laufen. Das läuft auch alles, das läuft auch alles. So. Paprika ist da, Konserven kommen. Die müssten hier glücklich werden, ne? Sag, wir haben mehr drin, 5 mehr. Nähmaschinen gehen gerade auch schon an den Start. Very nice, very nice. Ist cool, sehr gut. Das heißt, Clipper können wir bauen. Wir bauen direkt einen Clipper. Der Clipper setzt dann gleich hier oben die zwei Dingsbums ab, weil er ein bisschen zügiger ist. Neue Befehle? Als ihr hier. Und dann nehmen wir alle unsere Schoner und werden gleich in die nächste Welt. Und Wachten haben wir leider noch nicht viele, weil ich würde gerne ein paar Fregatten dann direkt mit rüber schicken, um den ja, den Jutenherrn dort wegzuhauen. So, was ich noch gucken wollte. Ist das hier mit drin? Natur, genau. Also. Ne, das ist halt gar nicht, was ich will. Wo war das denn nochmal? Routen? Nein. Oder viel Einfluss. Okay, das ist wichtig. Und zwar Expansion. Expansion. Wo sehe ich denn, was dann da kommt? Oder da? Ach, das hier. Aber jetzt kriegst du auf der Insel. Das will ich nämlich haben. Das ist sehr wichtig. Was fehlt uns noch? Ein bisschen. Wir brauchen noch ein paar mehr Inseln. Oder Inselanteile. Ich habe nur drei. Hä? Was? So was? Ich habe nur drei Webereien, aber vier so Schafsdinger. Sicher, ich habe vorhin mal nicht auf vier gesehen. Ja, dann habe ich irgendwo eins übersehen. Ah, ne, da hinten steht sie. Hast du? Ja, ich hab's. Immer noch die Vasenmeisterei hier oben abreißen, ne? Nope. So, mein Stadtfest ist gleich am Ende, dann geht meine Bilanz wieder runter. Schade. So. Wenn der gebaut ist, machen wir das, das, das. Was müssen wir als nächstes dann angehen? Rum. Können wir noch nicht. Weil dafür fehlt uns alles für den Rum.
Aber wenn meine Frau entdeckt hat, wir hier rumproduzieren. Hm. Das geht nach hinten doch. Na, gar nicht. Und dann Pelzmäntel. Aber ich sehe schon, wir werden noch einiges mehr Handwerker brauchen. Denn Rumbrennerei. Nein, wir bringen den Rum direkt fertig hier hin. Pelzmäntel kann ich leider noch nicht gucken. Da machen wir jetzt mal einen hoch, damit wir die Pelzmäntel gucken können. Weil das will ich sehen. Vata Costa Quanta. Und zwar 200. Könnte klappen. Klappen. Könnte tatsächlich klappen. Baumwoll kommt alles aus der neuen Welt. It's nice. That's nice. Okay. Das ist gut. Hat der Schiffe zum Verkauf gerade eigentlich? Wo ist er denn? Da ist der gute Herr, ne? Der hat Schiffe zum Verkauf. Was kostet? 15.000. Passt. Nehmen wir. Passt. 15.000 nehmen wir. Gut, wir haben... Zack. Die zwei Schiffe nehmen wir mit, weil die sind dann jetzt für die Expedition, dass wir überhaupt das neue Land betreten können. That's important. Weil alles kann dann hier erstmal so bleiben und dann findet, boah, ich glaube in der nächsten Folge können wir schon fast schaffen, den großen Umzug nach Silbermond zu starten. Nee. Nee, ich denke, die nächste Folge wird noch die komplette Aufarbeitung von Baumwolle plus Pelzmäntel. Und dann geht es in die nächste Stufe. Wenn es in die nächste Stufe gegangen ist, haben wir diesen Arbeiter-Peil, Kiel-Dingsbumster, wofür wir dann noch Beton brauchen werden, leider. Und dann, ja, dann ist es soweit. Dann können wir nach Silbermond umziehen. Und dann wird richtig aufgepusht, dann wird richtig Gas gegeben hier. Und zufrieden langsam? Wird. Achso, ich muss da mal was abreißen, hast du gesagt. Ja, genau. Nein, einer drunter. Ja. Meine zwei Schiffe kommen. Schoner steht bereit. Der hat schon mal wieder weniger Getreide am Start. Das müssen wir mal im Auge behalten, ob das Getreide dann noch reicht mit dem, was wir jetzt hier alles gebaut hatten. Ansonsten dürfte eigentlich klar, Gulasch geht um einiges nach oben, die Konserven dürften sich schön hochgehen, Bier geht hoch, sehr nice, wir haben Hopfen am Start, ist der gerade erst weg. Zur Stelle. Jetzt gerade erst weg, jetzt müsste man mal schauen, wie ist es tatsächlich, wenn der kurz vorm Ankommen ist, ob es dann immer noch mehr als genügend ist. Ja, Seife könnten wir vielleicht eigentlich ein bisschen andrehen, die Seife, weil das halt Money ist. Schauen wir mal noch. Eisenerz haben wir mehr als genug jetzt, ist ganz klar, weil wir eine zweite Mine am Laufen haben, die halt einfach noch gar nicht so viel Abnehmer hat. Stein, ja, Holz, ja. Wir sind da oben immer noch am Ackern, ne, mit der Hopfen. Wir sind auf 120%, ja. Das wollen wir eigentlich nicht hier oben haben. Deswegen müssen wir mal schauen, was das Schiff gleich mitnimmt, die viel Hopfen. Dann können wir daran rausfinden, wie das ist. Dann gehen wir nochmal in die Stadt hier. Schauen wir uns nochmal die Änderungen an. Ortszentrum sieht schön aus. Man weiß ja zum Beispiel auch ein Riesenproblem vielleicht nicht. Aber um die Kirche herum, dass da kein Weg ist. Verstehst du? Ja. Also links da dieser Spalt, der da ist. Guck mal, hier macht sie die Feuerwehr hübsch. Obstbäume, Apfelbäume hat sie gemacht. Nein. Das ist schon die ganze Zeit da. Echt? Okay. Ja, ich habe noch keinen einzigen Baum gepflanzt heute. Die hat so Statuen hier gepflanzt, man. Die ist richtig so Eroberin hier. Im Übrigen hast du dann ja jetzt hier auch ein Lagerhaus stehen, ne? Ja. Du hast aber hier rundherum nichts mehr was produziert. Ja, ich bin hier noch dabei. Ich meine, das Lagerhaus kannst du jetzt irgendwo anders hinpacken einfach. Vom Stapel gelaufen. Genau wie... Hier unten die zwei Lagerhäuser auch. Die kannst du irgendwo hin woanders. Ich würde die gar nicht mal abreißen. Ich würde die irgendwo hinsetzen einfach. Erstmal und dann da lassen. Da können dann halt noch mehr Häuser hin. Später dann. Ja, ich bin dann noch am Ummodeln. Ne? Und du hast immer noch keinen Stahl gesetzt. Ne? Du hast noch keinen Stahl gesetzt. Ja, geh mal auf dein Konto, also auf dein Lagerhaus. So, Eisen 75.
Aber dein Stahl geht nicht höher. Kaufst du Stahl ein oder woher hast du den Stahl gekriegt? Nein, ich kaufe keinen Stahl ein. Aber du hast nirgendwo einen stehen. Hä? Du solltest hier direkt daneben, also hier, gehen wir auf Stahl unten in deiner Bauliste und dann rechts, ja, genau, Stahlwerk. Das muss da noch hin. Sonst produzierst du gar keinen Stahl, ne? Geht dann die Bilanz dann noch ein bisschen runter, ist nämlich schlimm. Ja, da, setz hin. Ja, 200 runter, von den Einwohnern passt. Ja, ist doch super, passt. So, Schiff, alle Schiffe da. Wunderbar. Alles bereit. Der wilde Schwan, okay. Der wilde Schwan wird... Ah, nee. Ich habe gerade gesehen, das Schiff kommt runter. Bist du Hopfen? Einsatzbereit. Du bist Paprika. 24 Hopfen. Okay, es geht nach oben. Es geht nach oben mit dem Hopfen. Alles geht nach oben. Schön. Alles klar, dann machen wir jetzt die neue Handelsroute. Schon fast das letzte, was wir dann heute hier wieder tun. So, und zwar Paprika. Paprika. Hopfen. Hopfen. Wilder Schwan. Annehmen. So. Löschen. Löschen. Jetzt die zwei Schiffe, die keinen Plan mehr haben, was wir machen helfen, sollen. Wo wir können. Aber die machen die Wegen wahrscheinlich noch ab. Ei. So. Ein Schoner machen wir dann gleich voll. Ein Dingsbums. Schoner steht bereit. So, den mal leer machen. It's a very nice. So, du bist auf der Seite. Da, Geleitschutz soll es nicht geben. So, haben wir Items? Oder können wir doch hier machen, ne? Expedition. Expedition in eine neue Welt. Schiff zuweisen. Hier bis zum Abgrund am Ende der Welt. Ist das Clipper? Clipper. Nehmen wir den Clipper. Tip-top. Weihnachtsisch. Schnaps ist immer gut, ne? 100%. In den Wellen geboren, in den Wellen. Dann brauchen wir noch Jagdgeschick, Redegabe, Glaube, Allkunst. Glaube. Kohle bringt Jagdglück. Bier ist Redegabe. Nice. Das freut mich. Also das ist ja alles dabei. Das sollte klappen. Zack. Das Schiff geht auf Expedition. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende hier. Wir gucken nochmal schnell rüber, was wir hier alles geschafft haben. Also haben die Fleischkonserven jetzt gesetzt. Hier läuft noch alles am Schnürchen. Haben ausgetauscht. Hier ist jetzt ein Clipper dran an Hopfen und Paprika in Eisenschmiede. Hier werden wir als nächstes noch einen Clipper dran setzen für mehr Getreide durchs. Weil hier dann irgendwann. Ne, erst ein Trauben kommt. Okay, das hat noch keinen Sinn. Die beiden Clipper oder der Clipper, der dann noch übrig ist, wird dann gleich mit, zusammen mit den Schonern für die Warenvergabe in die neuen Welt sein. Und dann startet irgendwann der Übergang zu Silbermond, ne? Nächste Stufe etc. Silbermondfrau. Frau hat Chaos in noch mehr Chaos gebracht. Der Schlund nimmt Form an, möchte man schwer behaupten. Ja, sie produziert jetzt tatsächlich Stahl, nachdem sie 75 Eisenbarren im Lager hat. Was du jetzt auch übrigens machen könntest, du klickst jetzt mal noch ganz schnell auf dein Konto. Also hier auf dein Hafengebäude. Nein, aufs Hafengebäude, ganz vorne. Ja. Aufklicken. Und dann auf dieses Zeichen mit dem Pfeil nach oben da.
Ja. So, jetzt hast du um einiges mehr Kapazität. Yes. So. Das ist gut. Sie ist auch in der nächsten Stufe angekommen jetzt. Ja, und dann würden wir, würde ich sagen, in der nächsten Folge macht mal Frau Bier. Ja. Also, ne, Bier. Ja, Bier kriegt Sinn. Machen wir in der nächsten, also meine Frau übernimmt dann in der nächsten Folge ihre nächste Insel. Da holen wir dann Bier. Paprika später. Zeigen ihr, wie das mit den Routen geht. Sie muss dann noch ein Schiff bauen. Beziehungsweise ich kann ja auch einfach eins für billig verkaufen. Ist ja auch scheißegal. Ja, du willst ja bloß Geld haben von mir. Und ist beim billiger, als wenn du eins baust. Als wenn du jetzt extra noch einen Hafen und dies und das und jenes. Oder halt unten beim Willi, eigentlich Willi, beim Dingsbums kaufen. Und wenn sie das dann hat, dann, boah, ich denke, nächste Folge könnte eventuell sogar schon klappen, dass meine Frau auch auf Expedition geht. Müssen wir mal schauen, ne? Ansonsten bedanke ich mich wieder recht herzlich fürs Zusehen, Zuhören, den ganzen Quatsch mitmachen. Und ich wünsche euch, wir wünschen euch einen wunderschönen, jetzt achte mal hier aufs Tschüss sagen und Baunet. Entschuldigung. Ganz vertieft, die Frau. Ja. Alkoholik. Nein. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Servus und Ade. Ciao.